Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update des Beta Crowntail Plakatwurfes. Ihr seht, der Zebra-Bärbling ist immer noch da. Ich habe ihn nach wie vor nicht bekommen. Ich habe schon stundenlang hier davor gestanden, um diesen quirligen Kameraden zu bekommen, aber no chance. Und ich möchte jetzt auch nicht das schön eingerichtete Becken, ihr seht, das ist komplett voll, zerstören, um das Tier zu kriegen. Also der ist außer Rand und Band. Und ihr seht, das Becken ist wirklich voll gewuchert. Deswegen keine Chance. Ich entschuldige mich schon mal für diesen Zebra-Bärbling. Er tut den Bettas zum Glück überhaupt nichts. Eigentlich fressen die sehr gerne Jungtiere, aber er verschont die Beta-Mädels und Beta-Jungs hier. Ja, ihr seht, es wird langsam rot, rot, rot und man erkennt schon die ersten Männchen und die ersten Weibchen. Ich habe dazu auf Facebook auch ein Bild gepostet und ganz schön viele durcheinander gebracht, weil sie dachten, es wäre ein Männchen, es war aber ein Weibchen, denn man hat den Laichansatz gesehen. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt hier auch noch mal zeigen. Durch den hellen Body sieht man das nämlich sehr gut. Also ich bestimme die jetzt mal hier. Das ist ein Männchen, das ist ein Männchen, das ist ein Männchen, das ist natürlich ein Männchen, sieht man an den Flossen. Das ist ein Weibchen. Ich hoffe, sie dreht sich jetzt. Das ist auch ein Weibchen wahrscheinlich, genau, und ein Männchen ist schwieriger. Das ist auch ein Männchen. Das ist ein Weibchen wahrscheinlich. Das ist auch ein Männchen. Die haben alle erst gefressen, deswegen haben die so große Bäuche. Das ist ein... Na, dreh dich mal ein bisschen. Das ist auch ein Männchen. Das ist auch ein Männchen. Das könnte auch ein Männchen sein. Na, wo ist denn jetzt das Weibchen? Also habe ich echt viel zu separieren, sehe ich jetzt hier schon. Ah, hier ist das Weibchen. Da ist das Weibchen. Das hatte ich, glaube ich, auch fotografiert. Na, man sieht es leider jetzt hier nicht so richtig. Man sieht aber, das war ja ein Männchen. Man hat die Laichpapille gesehen. Ist aber nicht unbedingt ein eindeutiges. Aber man sieht hier dieses Dreieck da schimmern. Das ist der Laichansatz. Und das wird hoffentlich mal ein schönes Crowntail-Mädchen. Ja, sieht man jetzt die Papille vielleicht? Nee. Also man sollte die, doch, jetzt hat man es gerade gesehen, man sollte die Bestimmung nicht unbedingt auf die Flossen schieben. Hier sieht man auch nochmal Weibchen, die Papille und das Dreieck, der Laichansatz. Genau, und das ist wieder ein Männchen. Ich hoffe, ihr habt es jetzt erkannt. Wenn nicht, dann schaut gerne auf Facebook vorbei. Da habe ich das nämlich nochmal mit zwei Bildern gepostet. Und hier seht ihr übrigens auch die Größe. Sie sind so 2 bis 3 cm. Und das erste Tier, was ich separiert habe, schon zeige ich euch jetzt mal. Ich habe bisher nicht noch weiter separiert. Es war bisher noch nicht nötig. Und ich mache es auch nur, wenn sich wirklich Tiere verletzen. Weil ich aktuell noch eine Möglichkeit suche, ja, die Männchen unterzubringen. Ich habe noch keine Lösung. Und den muss ich unbedingt die nächsten Tage kriegen. Wenn ich hier davor sitze, dann macht er nichts. Aber sobald der Kescher drin ist, ist das Tier nie wieder zu sehen. Da ist schon ein Männchen, was man bald separieren kann. Wir schwenken auch mal kurz rüber auf das 20er Becken und hier ist er schon. Er versteckt sich leider sehr stark, aber ist bei dem Becken ja auch okay. Er hat ein bisschen nachgedunkelt, ist leider kein Crowntail so wirklich zu sehen. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich den behalten werde oder ob ich den weiter benutzen werde, sozusagen. Der lebt hier mit
Garnelen. Und ja, wenn da jemand Interesse vielleicht irgendwann hat an einen garnelensicheren Tiger, weil ich kann euch zwar nicht garantieren, aber ich denke, dass er nichts gegen Garnelen hat, weil er die hier auch verschont. Dann kann sich schon mal jemand melden. Wer will? Ist natürlich noch zu klein, um abgegeben zu werden. Deswegen müsst ihr euch dann noch ein, zwei Monate gedulden. Aber ich wollte es schon mal gesagt haben, weil mich haben viele schon angeschrieben wegen dem roten Wurf. Ob da denn schon Tiere abzugeben werden und wann und wie und was. Ja, wenn ich alles gefunden würde hier, ne? Ja, aber ihr habt ihn ja gesehen und ja, bald ist der auch abgabebereit. Aber ich muss jetzt noch zwei, drei Sachen abwarten. Die kann ich euch aber noch nicht verraten. Ich verrate die euch beim nächsten Update. Achso, was ich vergessen habe, die sind jetzt 13 oder 14 Wochen alt. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich habe nicht vorher geguckt. Ich habe eben sauber gemacht und dann, ja, gleich das Video aufgenommen. Ja, ich würde mich freuen über eine Nachricht oder einen Kommentar. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Ciao!